Neues aus dem Zoo Heidelberg. Seit einer Woche gibt es im Zoo Heidelberg den virtuellen Zoo-Guide. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Besucher scannen mit einem Smartphone einen QR-Code am Gehege und können dann ein Video mit zusätzlichen Informationen zu den Tieren im Gehege ansehen. Mehr Informationen finden Sie in unserem Video zum Start der Aktion. Knuffiger Nachwuchs wuselt zurzeit durch das Gehege der Präriehunde. Die 8 Jungtiere fühlen sich in ihrer Umgebung sichtlich wohl und nehmen das Außengelände genau unter die Lupe. Ihr Name ist irreführend, denn mit Hunden haben die lebhaften und geselligen Präriehunde nichts zu tun. Präriehunde sind keine Raubtiere, sondern Nagetiere. Als solche sind sie verwandt mit den Murmeltieren und den Streifenhörnchen. Ihren Namen haben sie wegen ihrer bellähnlichen Rufe erhalten. Gerade einmal 9 Monate sind seit der Geburt des letzten Jungtieres Willi vergangen und schon wieder hat das Schopfhirschpaar Goofy und Mieke im Zoo Heidelberg für Nachwuchs bei dieser seltenen Hirschart gesorgt. Die kleine Thekla konnte schon wenige Minuten nach der Geburt stehen und ist bereits mit ihrer Familie im großen Außengehege zu sehen. Mieke und Goofy kümmern sich liebevoll um ihren Nachwuchs. Egal ob beim Spielen mit ihrer Schwester Maya oder wenn sie ein Nickerchen im Gras hält, die kleine Thekla steht immer unter der Beobachtung ihrer Eltern. In der im Mai eröffneten Ausstellung Faszination Natur zeigt der Zoo Heidelberg gemeinsam mit der NABU-Gruppe Heidelberg beeindruckende Fotos von Tieren in freier Natur. Mit der Ausstellung soll der Schutz der Schönheit der Natur in den Fokus der Besucher gerückt werden. Die Ausstellung ist in der Scheune des Zoos in der Nähe der Mähnenrobben zu sehen. Sie wird bis August 2013 geöffnet sein. Eine weitere Ausstellung ist im Zoo Heidelberg so erfolgreich, dass sie nun verlängert wurde. Über den ganzen Zoo verteilt finden sich die Skulpturen der Ausstellung Shona Art im Zoo, die Werke aus dem südafrikanischen Simbabwe zeigt. Bis zum September 2013 sind die Skulpturen noch zu sehen. Außerdem können die Besucher bei den beliebten Workshops selbst kreativ werden und unter professioneller Anleitung der Künstler selbst an einer Statue arbeiten. Die Termine der neu hinzugefügten Workshops sehen Sie hier. Und das war das Neueste aus dem Zoo Heidelberg.